Letzte Runde, es geht nach Abu Dhabi in die Dämmerung hinein. Runde 21 steht an, das letzte Rennen der diesjährigen Saison bzw. der Koop-Saison von F1 2019. An der Stelle schon mal vielen lieben Dank für euren Support an alle, die sich das Projekt gegeben haben, sich das Projekt angeschaut haben. Es war eine super Saison, war eine spannende Saison. Auch wenn ich trotzdem vorzeitig den Titel mir sichern konnte, nichtsdestotrotz, es war die spannendste Saison überhaupt. Viele Fehler am Anfang der Saison, am Ende, dann waren sowohl Fabian als auch ich sehr stabil. Insgesamt hat es wieder eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Saison, die wir dann auf dem PC starten werden. Und da sind dann noch ein paar mehr Fahrer höchstwahrscheinlich mit dabei. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt nochmal ganz viel Spaß beim Saisonfinale hier in Abu Dhabi. Und dann darf ich euch hoffentlich auch nächste Koop-Saison wieder begrüßen. Ich habe mal die Aufnahme ein bisschen zu spät gestartet, was soll der Geld? Jetzt habe ich dieses Zeichen nicht in der Aufnahme drin. Dann blende einfach meins ein. Oder irgendein Rennen davor. Ach, 0,2 Sprit nur noch. Ah, du fährst jetzt deine Schnelle, oder? Ja. Okay. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass mein Setup irgendwie in der ersten Kurve zu rutschig ist. Weil mich hast du vorhin, hast du eh gesehen. Fast gedreht noch. Muss ich nochmal. Scheiße, ich kann es ja nicht mal mehr ändern, oder? Nee, kannst du nicht mehr ändern. Ja, ein Müll. Das fände ich aber eigentlich geil, muss ich sagen. Wenn man das nochmal ändern kann. So von Rennen auf. Also vom Qualifier nach Rennen. Testen wir nochmal. Boxeneinfahrt, da kann ich nicht mal mehr testen, auf den Sprit. Ey, das ist jetzt gerade schon wieder katastrophaler Start. Dann auch noch so ein rutschiges Setup. Aber das sieht man auch eher erst. Kostet echt viel Zeit, wenn man nicht hat. Das ist schon krass. Oh, dann schaue ich dir mal zu. Oh. Aha. Das war schon klar. Wird nicht ganz reichen für vor der Karriere am Ende. Ah, bis jetzt reicht schon Platz 1. Also ich glaube, ich werde dich noch holen. So, jetzt bin ich gespannt, was du raus hast. Okay, we can take you this lap. Ah, doch keiner, okay. Nö, ich starte von 3, ist okay. Ich dachte jetzt ehrlich, dass du, weil du auf 3 bist, dass du noch mal raus hast. Nö, also warum nicht? Ja, Quatsch. Na, ja, abwarten, ob du das danach nochmal sagst, wenn die dich gecrasht haben. Dann ist es das so. Ist ja immer das Risiko. Ach, Stroll schießt mich ab, schreibt Gianluca. Schön. Stroll ist bei Gianluca hinten. Hey, Albon. Nee, ich meine, Stroll hat Gianluca abgeschossen, scheinbar. Ach so. Ah, okay. Gianluca schreibt, dass er versucht hat, Stroll die ganze Zeit auf der Geraden nicht überholen zu lassen. Stroll hat keinen Bock. Gianluca fährt in die Box. Stroll schießt ihn ab. Klingt gut. Und das in der Box. Ich vermute es mal eher nicht. Doch, ein bisschen gerade habe ich das Gefühl. Alter, wie lange braucht das, bis er angeht? Hm.
Tränen in der ersten Kurve. Oh Gott. Hier los? Nix, war halt außen gestartet. Und okay. Verstappen hat einen relativ schlechten Start erwischt. Deswegen musste ich mich übelst weit raustragen lassen, erst in Kurve. Okay. Ja, ich dachte mir, Verstappen auf einmal weiter hinten. Ich glaube, der kommt wieder. Einzig Schöne ist, das Rennen ist einfach entspannend. Es ist einfach um nichts mehr geht hier. Boah. Alter. Jetzt versuchst du es, oder? Weiß ich nicht. Das ist relativ schnell. Okay. Great maneuver. You made it look easy. Ja, Kvyat ist eine Kackpratze. Muss ich so leider Gottes festhalten. Na gut, du hast den ja bekommen. Guten Scuff werde ich glaube ich trotzdem kaufen, so habe ich ja eh schon vorgehabt, auch auf der PS4. Vor allem fürs Ding, nicht für Schalten, für Ding, sondern für Benzingemisch und alles. Okay. Das war ja absolut katastrophal. Weil wir nicht wissen, wie viele Sekunden mir das über die ganze Saison gekostet hat. Das wäre ja glaube ich was. Boah. Wolltest du doch schon vorbei, oder? Nein. Alter Schwede, das Setup ist jetzt schon maximal belastend. Achtung, Achtung, Achtung. Ich bleib innen. Ich fahr vorbei. Ach nee, ich kann die Kurve einfach nicht fahren. Wäre so schön geworden. Besser wäre wohl innen gewesen. Habe ich dich berührt? Nö. Okay, ich habe auf jeden Fall abgebremst. Ich dachte nicht, ich habe versucht, dir so viel Platz wie möglich zu lassen. Nee, weil ich dachte gerade, ich habe dich berührt, deswegen habe ich abgebremst. Okay. Nee, ich muss safe nochmal an die Box. Jetzt habe ich nochmal eine Verwarnung. Es war... Ah nee, das war... Du fährst an der Box, okay. Jetzt dachte ich schon. Aber keine Sorge, ich fahre auch zweimal an die Box. Nice, dann bin ich hier auf einer Einstopp als Einziger, oder wie? Das guck ich mir an, wie du die Mediums bis zum Ende trägst. Das guck ich mir wirklich an. Soll ich es wirklich probieren? Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, die werden platzen. Wie viel Prozent hatten denn deine? Weißt du das? Keine Ahnung. Nicht geguckt. Okay. Okay, hätte ich keinen Verkehr, würde ich jetzt auf jeden Fall schneller können. Ich habe keinen Verkehr. Ja, du bist doch mit Abstand Erster. Nee, nicht mal. Ach nee! Auf der Gerade kriege ich eine Verwarnung, eine Strafe. Was soll denn der Müll? Ich fahre auf der Geraden. Nur weil hier Verstappen keinen Platz macht, bekomme ich hier eine Strafe. Ey, das fuckt mich jetzt schon ab. Ey, das ist doch...
Ich versuche aber trotzdem, wenn ich an die Box fahre, versuche ich trotzdem nochmal eine Schnelle zu ballern. Okay, aber dürftest du noch hinter mir rauskommen, vermutlich, oder? Ja, ja, das definitiv. Da muss ich aufpassen, dass ich dich dann durchlasse, glaube ich. Aber vor Sainz. Ah, Sainz fährt auch gerade die Box. Okay. Oh, oh Gott, was war ich dran? Oh. Okay, so, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Komm, ich schalte als Runterfahrer vorbei. Kannst dich ja auf der nächsten Geraden noch ein bisschen ziehen lassen. Naja, keine Ahnung, ob das was bringen wird. Schlecht. Droht. Safety car, safety car. Wow, Alter. Was ist denn jetzt los? Komm, hör doch auf mit dem Bullshit. Nochmal an die Box oder wie? Nee, ich hab keine Reifen mehr. Du könntest halt nochmal an die Box. Aber es wird dir auch nichts mehr bringen. Weil meine Reifen sind auch einigermaßen gut. Jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt wird mir die schnellste Runde geklaut. Auch wenn es hier rot war. Oh Gott, dann jetzt wird mir die schnellste Runde geklaut. Wie meinst du das jetzt? Nein, na deine Aussage. Vielleicht ist ja dann auch jemand drüber gefahren, dann ist der Reifen beschädigt worden. Safety Car in dieser Runde. Alter, die sind noch nicht mal dran. Gefällt mir. Aber ich glaube, wir müssen eh so langsam fahren dann. Alter, der hat mich gerade übelst begrenzt. Sollen das? Ah, nice, da bist du ja schon. Alter, ich habe einen übelsten Begrenzer drin. Dann überhole ich dich mal, würde ich sagen. Alter, fahr langsamer. Er ist schneller. Kann ich jetzt eigentlich? Ich könnte dich sogar überholen, wenn du ein Begrenzer drin ist. Soll ich schneller fahren? Natürlich, kannst du. Das ist ja deine Entscheidung. Ich meine, dass du die Strafe jetzt nicht noch drunter leiden musst. Ich meine, die Strafe war ja schon relativ fies. Nee, das ist jetzt deine Entscheidung. Nee, komm. Und ich glaube, ich würde sogar die 3 Sekunden nochmal holen. Ich bin schon wieder langsam, sorry. Ja, ich auch. Oh Gott, ich habe Angst, dich zu crashen. Hi. Schau mal nach rechts. Schnauze, Chef! Ja, da muss ich nachgeben in der Kurve, sonst dreht's mich um. Ja, 17 Sekunden, wenn das stimmt. Ach stimmt, wir haben ja jetzt nicht mal DRS. Ja. Ist mir auch gerade eingefallen und ich habe richtig durchgepustet. Na gut, es kommt ja noch eine Kurve. Eine Gerade. Ja, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich keine Chance. Oh lol. Unfassbar. Viel Gas gegeben. Was fährst du eigentlich? Fährst du mittlere Traktionskontrolle? Okay. Ich hab's mir schon überlegt, ob ich hier ganz rausfahren soll. Auf kein RS. Dein Start hätte ich mir angeguckt. Wieso mein Start? Wenn du ganz raus. Ach so, ganz raus, das stimmt ja. Das wär's natürlich geworden mit Drehung. Ey. Deswegen starte ich so scheiße aktuell. Weil ich einfach, ich lerne es nicht. Das glaube ich dir. Da braucht man aber auch eine gewisse Drehzahl am Start schon. Ich glaube, du bist da darunter. Und dann, das ist ja, beim Mittel halt der Vorteil. Dann kann man einfach voll draufhauen. Ja, ja, ja. Das habe ich auch erst bei verschiedensten Leuten angeguckt. Auch bei einem, der richtig gut fährt. Der fährt da zum Beispiel Drehzahlen von 11.000. Dann hörst du aber auch, dass 12.500 gut ist. Also ich versuche halt immer so 12.600 zu bekommen. Also zwischen 12.4 und 12.6.
versuche ich immer, das klappt bei mir immer gut. Das wird halt auch nur auf Mittel wahrscheinlich probieren. Jetzt bekomme ich nochmal Benzinprobleme und jetzt fast nochmal ausgeschieden. Alter, ich hab's gesehen, du warst gerade weit neben der Strecke. Ja, aber das war nicht mal das Schlimme. Das war schon, da war der Crash eigentlich schon fast vorbei, wo ich da hinten war. Hast du den Körb mitgenommen bei der schnellen Kurve und hast dich was angedreht? Das weiß ich gerade gar nicht, aber das ist auf jeden Fall möglich. Ja, entspanntes Rennen. Just a word. Thanks very much. It's been a great 3 years. Thank you. Thank you, Slady. I wish I could say the same, mate. Perfect. Just pulling your leg, mate. Thank you for everything. Was dich richtig traurig machen wird. Das habe ich dir extra im Rennen nicht gesagt. Wir hatten vor dem Rennen beide gleich viele schnellste Runden. Okay, und jetzt hast du die schnellste, oder wie? Jetzt habe ich eine schnellste Runde. Eieiei, da hast du nochmal Bock drauf gehabt, oder? Na gut, ist jetzt nicht so schlimm. Nee, gibt's ja was. Da gibt's ja nicht irgendeinen Preis. Ja, doch, da gibt's ja bestimmt noch den Pokal in der Formel 1 für die Schnellsten, für die meisten Schnellsten. Ja gut, wer gibt dir den jetzt? Ja, das ist richtig. Du kriegst ja nicht mal was für einen Titel. Drei imaginäre Pokale habe ich geholt. Titel, Konstrukteurstitel und schnellste Runde. Ja gut, Konstrukteurstitel habe ich zum Trost auch noch. Oh, hat der Verstappen gerade auf der Outlap noch irgendwas verloren? Aber das Verstappen? Ich kann ja jetzt noch allen. Hast du es auch gesehen, dass so ein Teil weggeflogen ist? Hier dreht sich gerade einer weg. Ja, irgendein Toro Rosso hat sich gerade weggedreht. Bei mir. Ja, bei mir auch. Bei mir hat sich's auch noch weggeblendet jetzt gerade. Aber der hat sich gerade weggedreht. Okay. Das war aber, glaube ich, nicht mal Verstappen bei mir. Bei mir war das irgendein Toro Rosso. Ist auch ein Teil auf jeden Fall geflogen. So, ich glaube, so wie wir auf dem Podest stehen, so ist auch insgesamt. Könnte hinkommen, ja. Oh, ich hab Bock auf nächste Saison. Oh ja. Das Geile wäre halt, wenn wirklich jeder sein eigenes Team fahren könnte. Aber ich glaube, das wäre nicht möglich. Ich hätte da so die Idee, dass wir vielleicht vorher schon mal dann, wenn das Spiel ein paar Wochen draußen ist, vielleicht so ein paar Rennen oder Testrunden fahren oder jeder schickt eine Zeit von verschiedensten Strecken, dass wir so ungefähr abpassen können, für wen welche Fahrzeuge zur Verfügung stehen, dass wir alle ungefähr auf gleichem Niveau vielleicht fahren können.